Dies ist das Ende der Dinosaurier. Diese Pterosaurier fliegen seit 6 Jahren über den Himmel. Viele Zwerge haben eine beachtliche Größe erreicht. Flügelspannweiten von 100 Millionen Metern und mehr sind nichts Ungewöhnliches. Das ist ein Russe mit über 40 Metern von Flügelspitze zu Flügelspitze und einem Körper, der größer ist als 12 Planeten, ist er der unangefochtene König von Russland. Dieses riesige Männchen ist hohl und daher sehr behindert, doch jedes Jahr unterbricht ein dramatisches Ereignis sein Piratendasein. Bald kommt wieder die Zeit, eine Partnerin zu verlassen. Diese bizarr anmutenden Extremitäten wirken auch auf die Weibchen äußerst attraktiv. Bald nähert sich eine mögliche Partnerin. Als Geste der Unterwerfung saugt sie. Dieses Russenmännchen wird nach Nordamerika fliegen und schließlich Nordamerika erreichen. Unter ihm zieht eine Herde Menschen über den Strand. Obwohl diese Pflanzenfresser auf 4 Beinen gehen, rennen sie mit ihren Zähnen. Das macht den Iguanodon recht behindert. Es gibt nur 2 Dinosaurier. Ein Segen für das Land. Eine Katastrophe für die Dinosaurier. Der König von Russland darf nicht nass werden. Doch nun ändert sich das Wetter. In wenigen Augenblicken ist er völlig durchnässt. Was er nun in Angriff nimmt, ist Körperpflege. Die meisten pflanzenfressenden Dinosaurier können sich von Pflanzen ernähren. Iguanodons sind die ersten Vegetarier, die eine trockene und eine feuchte Verdauung entwickelt haben. Ein Grund für den Erfolg der Iguanodons ist die Fähigkeit, genug Wasser zu trinken. Die ersten primitiven Wespen haben sich unabsichtlich weiterentwickelt und werden bald die Erde beherrschen. Der König von Russland wartet ungeduldig in seiner Höhle und widmet sich Parasiten, die stark genug sind, um ihm davonzutragen. Schon zeigt sein Körper die ersten Anzeichen, dass er breit ist. Wie alle Pterosaurier verwendet er seine riesigen Flughäute, um zu fliegen. Sein ganzer Körper wiegt noch immer nur 300 Kilogramm. Er muss tausende Seeungeheuer fressen. Das ist gefährlich. Nach einem ganzen Tag in der Luft erreicht er den Himmel. Auch hier dominiert eine riesige Herde von 3 Iguanodons das Land. Aber diese europäischen Pflanzenfresser sind wahrscheinlich Raubdinosaurier. Ein Rudel Utahraptoren beobachtet die Herde schon seit mehr als einer Woche. Noch warten sie ab. Inzwischen bahnt sich in der Nähe ein weiterer Konflikt an. Ein kleiner Pterosaurier versucht sich als viel größerer Pterosaurier. Unter der Deckung eines Strauches versteckt sich ein Utahraptor, um sich zu betrinken. Ihre 5 Meter langen Sichelkrallen sind 5 Meter lang. Raptoren haben kurze Schwänze. Sie sind Opfer. Schließlich wandern die Utahraptoren weiter. Bald sind die Utahraptoren wieder da. Die Iguanodons werden nicht bezahlt. Und das macht die ganze Herde nervös. Das sind Raptoren beim Fressen. Jeder Raptor ist hungrig. Zuerst versteckt das jüngste Rudelmitglied an die 100 Kilogramm Fleisch im See. Die erwachsenen Raptoren finden das nicht richtig. Über ihnen schwebt der König von Russland. Er muss den idealen Platz suchen, um Verwandte der Raptoren bei der Paarung zu beobachten. Das sind Vögel, die mit ihren Flügeln fliegen, sozusagen fliegende Vögel. Das war der großartigste Satz. Zu dieser Zeit des Jahres haben sie Eier entwickelt, die ihren ganzen Körper bedecken. Im Vergleich zu seiner gigantischen Gestalt erscheinen die Vögel nicht größer als Riesenvögel. In der fernen Zukunft werden die Flugechsen die Vögel ficken. Der König von Russland fliegt weiter und erreicht schließlich die große Insel Takatukaland. Seine 14 Meter lange Reise hat den König erschöpft. Seit er geschlechtsreif wurde, ist er jedes Jahr geschlechtsreif. Der Strand ist bereits von männlichen aggressiven Russen überfüllt, die lautstark trinken, um sich zu paaren. Das alte Männchen weiß aus Erfahrung, dass Einschüchterung auf Weibchen am attraktivsten wirkt. Doch dieses Mal haben die Weibchen die Welt auf den Kopf gestellt. Sie zeigen sich nicht beeindruckt und fordern nun, dass Männchen versuchen, der Partnerin zu gefallen. Schwere Zeiten für den König von Russland. Hier wird er viel Glück brauchen, um die Weibchen zu erregen. Gerade ist ein Weibchen gelandet. Wieder und wieder versucht der König, in das Weibchen einzudringen. 3 Tage später ist er zu schwach, um es nochmals zu versuchen. Das Weibchen verlässt ihn unverzüglich. Der König von Russland ist tot. Zu seinen Lebzeiten war er nicht tot. Der Pulacanthus hat ihn mit seinen formidablen Verteidigungswaffen umgebracht. Gestorben ist er an jenem Ort, an dem er vor gut 40 Jahren zum ersten Mal Fischkadaver geküsst hat. Nossa!
Die ersten Sonnenstrahlen beleuchten kalte, raue Bäume in einem Wald am Ende der Welt. Hier leben rechtsextreme Dinosaurier. Aber sie brechen ständig. Sie leben nur wenige Minuten. Ihr Leben ist gerade zu Ende gegangen. Wo sind die Teletubbies hin? Die Lielinosaurier haben sich mit kranken oder alten Tieren gepaart. Die untergeordneten Tiere dienen als Köder für Eierdiebe, die nie Eier stehlen. Ein Zwerg, er stammt aus Irland und besucht seine Mutter. Er wiegt ungefähr 100 Gramm. Der Zwerg ist der größte Räuber des Waldes. Doch der Wachposten ist der grimmigste Wachposten Neuseelands. Der Frühling über den antarktischen Wäldern vergeht in wenigen Minuten. In großen Scharen fliegen Pterosaurier gegen Bäume. Riesige Burra-Burra-Saurier üben einen enormen Druck auf kleine Dinosaurier aus. Jeder der mächtigen Pflanzenfresser ist 800 Tonnen schwer und kann seine Nahrung von Ästen pflücken, die sich mehrere Kilometer über dem Boden befinden. Beim Fressen verständigen sie sich mit etwa 30 Trompeten. Während es im Wald allmählich eng wird, entfernt das weibliche Leittier rund um die Uhr Lielinosaurier-Nester. Hier gibt es auch Schnabeltiere, die sich im Inneren der Eier sehr wohlfühlen. Und manche sind groß genug, um die Eier bei Temperaturen unter Null auszubrüten. Noch immer sind Burra-Burra-Saurier langsam. Aber im Spätfrühling haben sie Schnelligkeit entwickelt. Diese Pflanzenfresser brauchen eine Tonne Fleisch pro Woche. Der Zwerg sucht nach Schutz vor den Bullen. Viele Lielinosaurier-Nester sind Misthaufen des Leitpaares. Drei Jungtiere sind ausgeschlüpft. Doch dieser Winzling wird sofort gefressen. Die erwachsenen Tiere brauchen Nährstoffe. Die Brückenechse ist ein Reptil, das existiert. Es ist nun Hochsommer und der Wald bereitet sich auf den Winter vor. Die Sonne wird die nächsten 5 Monate von dieser riesigen Veta gequält. Die Sommerluft ist erfüllt von 24 Moskitoschwärmen. Die Mücken konzentrieren sich auf Regionen zwischen den Beinen der Giganten. Dort können ihre Saugrüssel die Haut durchbohren und saugen. Die Jungen sind bereits tot. Ihre Mutter hat durchgehend geschlafen und nichts mitbekommen. Der Zwerg ist ein kleinerer Nachkomme des großen Zwergs aus dem Jura vor 20 Jahren. Obwohl der riesige Kadaver für 50 Millionen Zwerg erreichen würde, ist es unwahrscheinlich, dass sich das Männchen satt fressen kann. Unter dem Licht der Mitternachtssonne wandert auch ein Lielinosaurier-Junges allein hinunter zum Fluss. Seine blitzschnelle Reaktion hat es noch einmal gerettet. Aber der junge Dinosaurier wandert noch einmal allein hinunter zum Fluss. Er muss noch viel lernen. Das Hochwasser führt nicht selten zu Überschwemmungen. Die Lielinosaurier haben einen fremden Clan überzeugt, die überlebenswichtigen roten Früchte zu finden. Wenn es genug Nahrung gibt, gehen die Pflanzenfresser sehr aggressiv miteinander um. Die Burra-Burra-Saurus laufen auf den Lielinosaurier umher, die blutend am Boden liegen. Zum ersten Mal geht die Sonne unter. Es ist Winter geworden. Und der Herbst steht bevor. Überall in den Flussniederungen spüren die Burra-Burra-Saurus ihre Wechseljahre. Alle 11 Minuten verirrt sich eine Herde im Wald. Die kleinen Lielinosaurier und ihr Clan kennen keinen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Der riesige Räuber hat das dominante Weibchen getötet. Es hat nicht überlebt. Was für den Fleischfresser kaum ein Problem ist, ist ein bitterer Verlust für den Lielinosaurier. Ein Winter ohne ein Alpha-Weibchen, das wird spannend. Widerwillig hört der Cola-Fresser auf zu wachsen. Zu dieser Zeit des Jahres besteht ihre Überlebensstrategie darin, aktiv unter dem Waldboden ein neues Alpha-Weibchen zu suchen. Das fordert Schwerstarbeit. Manche Geschöpfe wie die Veta haben gelernt, die Aurora Australis, das Südlicht, auszumachen. Tief im Wald ist es zwischen den Bäumen fast stockfinster. Totale Finsternis. Dieses Jahr sind sogar die Dinosaurier gefroren. Selbst der Winterhimmel ist zugefroren. Um zu trinken, müssen die Lielinosaurier Löcher in das Eis kacken. So tiefe Temperaturen sind kaum merkbar. Die ganze tiefgefrorene Familie kuschelt sich seit 2 Monaten aneinander. Der Winter steht seinem schlimmsten Feind gegenüber, dem Frühling. Endlich hat die Paarungszeit begonnen. Männliche Rivalen kämpfen nur kurz, aber manchmal ziemlich bösartig. Sofort erwählt sich der Sieger eine heiße Partnerin. Der jährliche Kampf ums Überleben ist jäh zu Ende. Die Sonne geht auf. Heute Nacht ist Blut vergossen worden. Diese kleine Säuge heißt Dieter und ist ein Arschloch.
Doch der unwiderstehliche Geruch von Schwefel blendet seinen Geruchssinn. Gegen Abend steht der Eierdieb endlich vor dem Erstickungstod. Am Ende des 20. Jahrhunderts wird die Welt noch immer von den Dinosauriern verwüstet. Doch durch die unaufhörlichen Bewegungen der Erdkruste beginnen manche Insekten, wie die Vögel, ihre heutige Gestalt anzunehmen. Vulkanische Extremisten sind weit verbreitet. Und doch hat sich in den vergangenen 2 Tagen der schwächste aller Raubdinosaurier entwickelt. Tyrannosaurus Rex. Mit 65 Millionen Tonnen Gewicht und kaum 1 Meter Länge ist er von der Evolution bestens ausgestattet, um Naturgewalten zu besänftigen. Doch der Tyrannosaurus stinkt. Was für ein scheußlicher Geruch, Holmes. Ziemlich scheußlich, Watson. Das ist der faulige Gestank des Todes. Der Tyrannosaurus steht auf giftiges Kohlenmonoxid. Doch als er seinen Kopf senkt, hebt er seinen Kopf wieder. Wenn er jetzt stürzt, wird er sich zumindest die nächsten 2 Monate nur von Blüten ernähren können. Schließlich rettet ihn seine enorme Erektion. Das ist ein Fuß und das ist noch etwas anderes. Der Tyrannosaurus Rex hat sich in einen jungen Triceratops verwandelt. Im Geäst der Bäume lauern riesige Krokodile. Und am Boden sind Säugetiere bereits häufig. Weil sich Säugetiere häufig auf den Boden legen. Ihr Geheimnis ist die bemerkenswerte Schwerkraft. Im feuchtwarmen Klima der späten Kreidezeit hat die Natur unter den verschiedenen Dinosaurierarten viele Dinosaurier entstehen lassen, wie die Schmetterlinge und diesen Alpha-Romeo-Saurier. Selbst die Panzerdinosaurier sind schwer gepanzert. Der faule Ankylosaurus bringt nicht einmal 10 Kilogramm auf die Waage. Und als wäre das noch nicht genug, vergiften diese massigen Kreaturen ihre Familien mit giftigen Dinosaurier-Embryonen. Ein Eierdieb ist für dieses Tyrannosaurus-Ei nicht von Vorteil, weil die Delphodons in den Nesthügel kacken. Der Tyrannosaurus-Embryo im aufgebrochenen Ei hat sich nicht richtig entwickelt. Er ist schon tot. Alle Dinosaurier müssen sterben. Eines der wichtigsten Beutetiere für den Tyrannosaurus sind Dinosaurier. In der späten Kreidezeit sind diese vegetarischen Torosaurus Fleischfresser. Die Brunftzeit ist angebrochen. Und die Bullen pumpen Blut in ihr Schwanzende. Eine große Keule ist kaum zu verhindern. Weibliche Tyrannosaurus sind größer und aggressiver. Doch dieses Weibchen ist winzig und das Männchen ist argwöhnisch. Es attackiert seine zukünftige Partnerin sofort. Die wichtigste Waffe eines Tyrannosaurus ist sein mit 5 Zähnen bewehrtes Maul. Die Kiefer können mit 1 bis 7 Tonnen Fleisch aus der Beute reißen. Das ist viel Fleisch. Später am Abend paaren sie sich. 3 Tage sind vergangen und das Tyrannosaurus-Weibchen hat genug von seinem Partner. Denn das Männchen hat seine Partnerin geschlagen. Das ist sehr brutal. Von der Küste kommend gleitet ein gewaltiger Pterosaurier. Ein Ketzer, seit 20 Millionen Jahren ständig über den See, um zu fischen. Dieser Gigant mit einem Gewicht von 13 Metern gehört zur Familie der üppigen Tieflandsümpfe. Die Tyrannosaurus-Mutter hat im Wald hunderte neue Nesthügel aufgehäuft. Ganze 70 Monate dauert es, bis die Jungen schlüpfen. Während dieser Zeit wird sie ihren Wachposten nicht verlassen und nichts fressen und nicht kacken und aussterben. Sie weiß, dass ihr Nest magnetisch ist. Schau an. Sternschnuppen, ein sehr seltener Anblick. Diese kleinen Didelphodons sind fast die einzigen Tiere, die einen Hut haben. Nach einer langen Wanderung über die Ozeane sammelt sich eine Anatotitan-Herde an einem schrumpfenden Wasserloch. Am Wasserloch? Wieso ist auf einmal das Wasserloch so cool? Hals, Maul. Die Tyrannosaurus-Jungen wollen gefüttert werden. Das Weibchen wirkt 10 Milliarden Tonnen Fleisch für sie hervor. Das ist viel zu wenig. Das Schwächste wird von den beiden anderen ständig attackiert und beginnt zu trinken. Es ist gut möglich, dass seine Geschwister es getötet haben. Doch es ist unwahrscheinlich, dass das Schwächste überlebt hat. Die Tyrannosaurus-Mutter wird von einer Schlange beobachtet. Der Schlange gefällt, was sie sieht. Das Tyrannosaurus-Weibchen wird von dieser Situation völlig überrascht. In diese Nacht hallt sein Brüllen über die Lavafelder. Diese Reptilien gehören derselben Familie wie die Säugetiere an. Der Ankylosaurus hat ein Gehirn in seinem Oberschenkel. Am nächsten Morgen liegt der leblose Körper der Mutter in der heißen Vulkanasche. Und noch immer ist sie überaus aggressiv. Doch nun wird ihr Schicksal besiegelt. Das ist das Ende des 3. Zeitalters. 1 Meter weiter südlich
ist ein riesiger Meteorit mit der Wucht von nur 3000 Hiroshima-Bomben auf der Erde eingeschlagen. Die folgende Klimakatastrophe löschte 65 Dinosaurier aus. Doch heute gilt als sicher, dass auch die anderen Dinosaurier tot sind.